Herzogtum Bayern, genau. Müsste dann hier oben das sein. So. Passt. Dann bringen wir unsere Einheiten nach Hause. Und harren einfach mal der Dinge. Wir bleiben mal hier oben mit dem Gefolge. Hallo, Wall! Was kommt 2 bis 3 Mal, wenn du die dynamisch anhast? Die Pest, meinst du? Aha, schade. Hallo, Rainbird! Ja, Rainbird, du hast ein Abo-Symbol. Bin aber noch nicht so ganz zufrieden damit. Werd mir das doch überlegen, was ich da reinmache. Wieso aber beim Vendros, dass dich angezeigt wird, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist das nur bei mir im Chat jetzt? Ah doch, da wird es auch angezeigt. Ich glaube, bei mir in dem globalen Chat zeigt er immer nur ein Symbol an. Und da der Rainbird 2 hat, zeigt er das Abo-Symbol an. Das Twitch Prime-Symbol nicht. Beim Vendros zeigt er komischerweise gar keins an. Ja, im normalen Twitch-Chat sehe ich das auch, aber nicht bei mir in dem globalen Chat. Naja, ich weiß ja, dass es hat. Ich weiß ja. Du bist nicht über Twitch Prime drin. Ach so, hast du dann den zweiten Account jetzt, aber es wird ja trotzdem bei dir angezeigt, das 12er-Symbol. Also von daher... Ach, da oben haben wir auch noch Gefolge. Ist das alles Gefolge hier oben? Aha. Jetzt hör auf, mir zu widersprechen, Vendros. Was heißt denn hier nö? Was meine ich Prime unabhängig? Ich meine nur, dass mein Superchat, also der YouTube und Twitch gleichzeitig darstellt, dass der immer nur ein Symbol darstellen kann. Habe ich das Gefühl. Niemals höre ich auf, den zu widersprechen. So ist richtig. Ne? Nur so kommt man vorwärts. Was hat er denn hier drüben schon wieder? Portugalische Armee? Wer bist du denn? Ein sunnitischer Aufstand. So, hat er jetzt... Oh, hat er schon Schluss gemacht? Okay. Also, die Revolte ist vorbei. Unser Vater lebt immer noch. Er hat immer noch den französischen sunnitischen Aufstand. Und um was geht's da? Alter, was hier los ist. Greift Kaiser Louis den Peiniger in französisch-sunnitischer Aufstand an? Steht nicht dabei. Kann jetzt aber nicht so schlimm sein, oder? Hier unten. Ah, vielleicht hier. Das hier. Sollen wir dem auch noch schnell Krieg erklären? Können wir nicht. Na gut. Dann kümmern wir uns mal um unseren Vater. Ich werde mal abspeichern. Wir sind aktuell 15 Jahre alt. Wir werden am 5. September werden wir 16. Die Bedrohung ist jetzt wieder um 20% gestiegen für 2 Provinzen, die wir bekommen haben. 2 oder 3 Provinzen. Ich glaube, es 2 waren es. Nie mehr spiele ich mit Verteidigungspakt. Nie mehr. So, ihr bleibt hier mal stehen. So. Die Pest nähert sich. Wir müssen mal schauen. Ich würde fast sagen, dass wir uns dann zurückziehen. Wie beim letzten Mal. Wir werden Hospitale brauchen. Wir haben so viel Hospital hier. So gut wie hier ist niemand ausgebaut. Und trotzdem werden wir ständig krank. Wir bauen gleich nochmal was. Hier ist alles schon gebaut. In der Regel müsste es ja ausreichen,
wenn wir in unserer Hauptstadt das Krankenhaus bauen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in jeder von unserer Domäne das bauen müssen, bloß weil die uns gehört, um den Vorteil zu bekommen. Normalerweise müsste in der Hauptstadt müsste das locker ausreichen. So, wir haben noch 10.000 Goldstücke. Ist okay. Gut. Kann man kein Königreich innerhalb des Reiches aufstellen oder nur Herzöge? Ist Königreich als Titel zu groß? Wenn ja, mach ein Königreich Bayern in deinem Reich. Ich weiß nicht, ob es... Vielleicht gibt es ja das Königreich Bayern schon. Wir haben hier den... Es gibt schon. Königreich Bayern gibt schon. Ist unter unserer Fuchtel aktuell. Let's move. Solltest du auch in Nachbarprovinz bauen? Nicht sicher, ob es hilft, aber fühlt sich besser an. Also, als beim letzten Mal die Pest gekommen ist, hat man ja hier wunderbar gesehen, wie die durchgeschlichen ist. Und hier bei uns war so für 2-3 Monate war die Pest nicht. Da war sie hier schon, ist schon weiter marschiert und nach 2-3 Monaten ist sie hier auch gekommen. Solltest auch in Nachbarprovinzen, das habe ich gerade gelesen, Nachbarprovinzen so ein Schmarrn, sagt der Lavran. Okay, ich werde jetzt mal kurz abspeichern. Die erste Gefahr ist schon mal vorbei jetzt. Und das ist schon mal gut gelaufen. Ich warte nur noch kurz, bis die hier sind. Wir haben 9 von 8 Provinzen, Domänen. Das heißt, wir geben noch schnell eine ab. Wobei, wir können auch noch warten, bis wir jetzt erwachsen sind. Und dann schauen wir mal, ob wir abgeben müssen oder nicht. Vielleicht sind wir ja verwalterisch ganz gut. Haben jetzt schon 12 Punkte. Also vielleicht geht da noch was, damit wir eventuell doch 9 Domänen behalten können. September war es, oder? Gibt es eine fette Party am 5. September. Ah, er schafft es hier offenbar nicht. Können wir, Moment mal, können wir mit unseren 8000, die sind ja rot markiert hier. Wenn ich hier einfach reinmarschiere, vielleicht können wir den direkt angreifen. Das wäre natürlich toll. Da müssen wir hier nicht Krieg erklären. Was ja auch nicht geht. Ne? So, wie sieht's aus mit der Pest? Oh ja. Marschiert hier hoch. Vielleicht bleibt sie nur in Europa. Wäre mir ganz recht. Habe ich jetzt alle beide? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er auf einmal weg. Er hat aber immer noch den Aufstand. Vielleicht können wir ihm hier einfach mal unter die Arme greifen. Ich probiere das mal, ob ich hier zurückbelagern kann. So, und jetzt haben wir Geburtstag. Hey, fette, fette Party. Wie sieht's aus mit den Werten? Ah, hat sich nichts getan. 12. Wir haben ein bisschen dickes Kinn hier. Dicke Bäckchen. Die müssen wir gleich mal kaschieren. Mit einem Bart. Dem tollen Bart. Okay. Die Ergebnisse sind nicht so gut wie erhofft. Schade. Diplomatie haben wir aber plus 1 bekommen. Kriegskunst minus 1. Das ist ja echt perfekt. Hatte durchaus seine Längen. Naja, man kann nicht alles haben. Nutzen, was? Nutzen Gebäude nur in deinem Gebiet, das du kontrollierst? Warum baust keine Hospital in Frankreich, Deutschland, in bestimmten Regionen halt? Also meine, grundsätzlich Gebäude bauen immer nur in den eigenen Domänen, also in den hellgrünen Domänen, die hier zum Beispiel oder in den dreien hier, bei denen du sicher bist, dass du die behalten willst, weil du dadurch die besten Auswirkungen hast. Wenn du hier Steuergebäude baust, damit du mehr Steuereinnahmen bekommst, macht es direkt hier besser Sinn, als wenn du die da beim Vasallen baust, weil der Vasall dir ja nur einen Bruchteil von der Kohle dann gibt. Und die Gebäude sind ja eh immer so teuer, das heißt, es macht viel mehr Sinn, wenn du hier direkt bei dir investierst. Außerdem bauen deine Vasallen ja auch selbstständig. Und es ist nicht immer so, dass du so den Luxus hast wie wir jetzt, dass wir plus 60, wir waren schon mal bei plus 90 Gold pro Monat erhalten und dann hier ein Gebäude nach dem anderen bauen können, sondern normalerweise musst du dir das gut überlegen, was du bauen willst und kannst nicht so verschwenderisch sein wie wir jetzt.
Was? Ich soll mir ein Bart wachsen lassen? Ich habe doch hier eh einen wunderschönen. Es geht leider nicht so schnell. Beim Vasallen schön Armee ausbauen, damit er mehr Chancen beim Aufstand hat. Ja, die bauen ja eigentlich, oder sollten sie eigentlich selbstständig ausbauen. Ja. Ah, ist schon vorbei jetzt. Okay, dann marschieren wir wieder zurück. Und dann werden wir hier noch die Sachen setzen. Wir gehen auf die Verwaltung. 3 Punkte. Vielleicht reicht es dann für Domäne? Nee, leider nicht. Könnten uns noch eine Frau suchen. Erben heranziehen. Mal gucken, was auf dem Markt ist. Oh, Mathilda, 33. Irgendwas mit guten Werten. 45 ist zu alt. 24 ist doch ganz gut. Beatrice hat einen schönen Namen. Merken wir uns mal die Beatrice. Auch nochmal schlau, 42, 27, die andere war auch 27, glaube ich, Meister Theologe, ja, ich glaube, ihr nehmt die, oder? Stark, ich glaube, ihr nehmt die hier oben. War die sogar, die Beatrice. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jawohl. Oh, oh, jetzt war ich schon so gewöhnt hier, matrilinear. Huiuiui. Weil wir ja immer oder fast immer Königinnen gespielt haben, Kaiserinnen, war ich jetzt schon so gewöhnt, immer hier anzuklippen. Heieiei, gut, dass hier nochmal ganz dick und fett rot steht. Nein, nicht Matri. Jetzt kommt der Vendros. Keine Panik. Alles im Griff. War bloß ein Test, ob ihr auch alle aufpasst. Okay, also die will nicht angepackt mit Saint Paul. Weiß nicht, wo der ist, macht aber auch gar nichts. Wunderbar. Vor allem hätte ich Mist gebaut vorm Abspeichern wieder. Aber gut, ich hätte noch den Speierstand gehabt, vor der Revolte hier. Gut, was haben wir noch? Niedere Titel, Regente, da machen wir unsere Frau dann. Jetzt haben wir 9. Sehr schön. Okay. Wo ist unsere Frau? Jetzt ist sie da. Gleich noch ein bisschen Kohle eintreiben. Kann die uns leiden? Wir schenken ihr gleich mal was. Jawohl, jetzt kann sie uns erleiden. Dann machen wir es zum Regenten. Und was können wir noch machen? Ein großes Turnier abhalten. Ja, das machen wir in der Zwischenzeit auch. Die Vasallen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Alles grün, fast alles grün. Hier unten sind noch ein paar Querulanten, die wir alle mal bestechen mit ganz, ganz viel Kohle. Aber hey, wir können uns das leisten. Boah, 300 Goldstücke. Ich hau jetzt alles raus, weil wir so glücklich sind, weil wir geheiratet haben. Wobei es bei dem hier mit minus 45 reicht es nicht. Der bekommt kein Geschenk. So, was haben wir denn für Werte überhaupt? Wir sind faul, wir sind ehrgeizig, wir sind gesellig, wir sind gebildet. Ah, naja. Okay. Hast du es jetzt geschafft, die Gebiete, die dir gehören, richtig zu platzieren? Weil vorher hast du die überall verstreut. Warum setzt du nicht alle anderen um den Bosporus? Nutzt doch mehr oder nicht? Ich habe jetzt zukünftig schon immer aufgepasst, wenn neue Provinzen gekommen sind, dass ich die einigermaßen richtig zuordne. Allerdings hier zum Beispiel, das gehört mir nicht. Du meinst, ich soll das jetzt einfach nehmen, aber dann müsste ich ihm den Titel entziehen, dann sind wieder alle Vasallen sauer. Also so einfach geht das nicht. Wenn hier was frei wird oder wenn wir durch Zufall was erben, dann behalten wir das. So war es zum Beispiel mit der Provinz hier. Aber ich erzwinge das jetzt auch nicht. Gut, also wir müssen uns jetzt mal konzentrieren auf unseren lieben Vater. Ich speichere nochmal ab.
und mach eine Sicherheitskopie. Nur für den Fall, dass ich mich verklicken sollte, dass irgendwas gehörig schief geht. Wir wollen ja hier vorwärts kommen. Wir könnten ihn exkommunizieren. Oh. Geht nicht, weil er... Orthodox christlich. Kaiser Louis hat dasselbe religiöse Oberhaupt wie Emperor Lazarus. Kann ich nicht. Er hat nicht das gleiche Oberhaupt wie wir. Ich dachte, da hat offenbar jeder wieder sein eigenes dann, ne? Ach so, du meinst hier unten den hier? Exkommunizieren und dann ihm dann den Titel nehmen. Oh, ihr seid echt, das ist echt der Hammer, auf was für Sachen das hier immer kommt. Religiöse, der ist ja gar nicht mal, Moment mal, der ist ja katholisch. Und er weigert sich auch noch. Minus 15 Uhr, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Ich muss mich jetzt um meinen Vater kümmern. Jetzt hört mal auf, mich ständig abzulenken. Das ist ja unverschämt, dass ich den nicht konvertieren kann. Genau, Frankreich hat einen anderen Patriarchen, ja. Da hat offenbar jeder seinen eigenen. Gut. Also jetzt habe ich gespeichert, jetzt müssen wir mal unseren Dad mal klingeln und schauen, wie es ihm geht. Aber sicher. Und jetzt hier mal alle reinholen, die mitmachen wollen. Dann stellen wir auch noch unseren Hofspitzel rein. Ah, es sind gar nicht mal so viele. Das sind nicht viele. Und ich glaube, der Vendros hat es gestern noch gesagt, er ist auch paranoid. Das heißt, das wird es noch schwieriger machen. Das reicht auch nicht. Das reicht nicht. Wenn wir jetzt unseren Hofspitzel noch reinstellen. Da ist er. 6%, das ist gar nichts. Und wir einen besseren? Aber wir haben doch einen besseren, dann nehmen wir doch dich. Stellen wir dich hier rein. Vielleicht regelt es ja die Pest, ja. Vielleicht regelt es die aber auch bei uns. Religiöse Handhabe sollen wir mal machen. Bei uns. Hier meinst du bei Titel aberkennen, ne? Sollen wir mal schauen, wer mitmacht? 1, 2. Er ist unentschlossen. 3. Ah, das müssen wir noch ein bisschen verschieben. Muss nur als zweiter sterben, ja? Wer ist denn eigentlich unser Erbe aktuell? Ah, unser Zwillingsbruder, der hat genauso dicke Backen wie wir. Ist gierig, gefräßig. Oh Mann. Hey, hat nicht wirklich gute Werte. Ich hoffe mal, wir bekommen schnell Nachwuchs. Wart mal ab, was hier rauskommt. Wie viel Prozent? Oh, das ist... Wir brauchen normalerweise über 100. Für den Kaiser. Ist das unser Bruder? Gesellig. Die Gefangenen, was machen wir mit euch? Verkaufen wir die wieder. 200 Gold. Sollen uns Gefallen kaufen. Jo, können wir machen. Ich denke immer bei Gefallen immer nur dran, dass ich dann den Gefallen schulde, aber wir können die ja auch kaufen.
Rom ist orthodox, ja. Der Papst sitzt irgendwo hier oben und erklärt, ich glaube hier drin, und erklärt uns jedes Mal, also alle paar Jahre, erklärt er uns um Trier hier den Krieg. Jedenfalls kommen hier unten die Einheiten raus. Vielleicht sitzt er aber auch hier oben. Gut, ja, ich habe mir schon gefallen. Habt ihr ja recht. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich freue mich auch auf die DLC. Auf alle Fälle. Einer müsste noch kommen. Dachte ich. Drei gemacht. Dann fordert im Rat um Unterstützung. Fordert im Rat um Unterstützung. Können wir dich gleich noch zum Konvertieren? Will er nicht. Dachte ich, hätte ihn auch noch gefragt. Genau. Fordert im Rat um Unterstützung. Der hat hier war nicht zugesagt jetzt. Ist jetzt gestorben? War da jetzt ein anderer jetzt hier auf einmal? 1, 2, 3. Jetzt reicht's aber eh schon. Wir machen das mal. Schauen wir gleich, wo die Pest ist. Ist das jetzt schon beschlossen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, ist schon durch. Und das heißt, bei ihm hier unten, er ist katholisch. Ihm können wir jetzt einfach den Titel entziehen. Dies wird Meinung des minus 60 verschlechtern. Nur die Vasallen, die Anhänger des katholischen Glaubens sind, werden Einspruch erheben. Minus 15. Ah ja. Ja, dann holen wir uns das auch noch, oder? Wenn wir das hier machen, das geht halt nicht, dann bekommen wir ja nicht die Grafschaft, nur das Herzogtum. Schon einmal von die Pest von Osten nach Westen ist schon einmal durch, ja, genau. Ja, die Katholiken kratzt halt, ne? Bin mir auch nicht sicher, sehen wir, ob wir hier Katholiken haben bei uns. Sehe ich das noch hier irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier das sehen. Aber hey, ist ja egal. Wenn du Duchy hast, kannst du gegen Vasallen plotten. Meine Güte, da kommen ja ganz neue Techniken. Wir machen das mal eben. Also, Nikomedia holen wir uns. Okay. Und jetzt, was hat er jetzt noch gehabt? War das er hier? Ja. Nee, das ist jetzt wieder ein anderer. Der ist ja jetzt auch hier katholisch. Die sind alle katholisch. Was soll ich im Reichsbaum schauen? Wer katholisch ist? Sehe ich das hier, wer katholisch ist? Nö. Oder weshalb soll ich hier reinschauen? Lorenor? Na gut, das können wir ja, da können wir uns drum kümmern, dann, wenn's dann, wenn wir dann wieder mal nichts zu tun haben. Ich will jetzt erstmal schauen, dass wir hier die Verschwörung losbringen. Dass hier mal was geht. Sonst nehme ich immer die Pause nicht raus, dann passiert nichts. Und wir wollen ja endlich jetzt mal Frankreich bekommen.
Oh, 44, da ist wieder weniger geworden. 2%. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir haben alle so kleine Werte, weil die nichts wert sind.